Hey, herzlich willkommen bei Yeboah's Logs. Ich bin heute hier mit Dankina. Und heute stellen wir euch einige Dinge vor, die man in einem afrikanischen Haushalt finden kann. Wir machen dieses Video, weil wir das alle kennen. Du bist auf Klassenfahrt, holst irgendwas raus und jeder schaut dich an. So, was ist das denn? Oder deine Freunde kommen zu dir nach Hause und du denkst dir so, Alter, ist das cool, was ist das? Wofür braucht man das? Und wenn ihr solche Freunde habt, dann könnt ihr ihnen gerne dieses Video zuschicken. Denn heute erklären wir einige Gegenstände, die man in unserem Haushalt zumindest finden kann. Ich weiß nicht, ob das in jedem afrikanischen Land so ist, aber in Ghana, in Westafrika, findet man das auf jeden Fall. Die erste Sache ist... Wie machen die Beauty-YouTuber immer? Also in Ghana nennt man das Sapo. Sapo, also heißt es bei uns. Und es ist einfach ein Duschschwamm. Das ist eigentlich genau dasselbe, was die... Fischernetze. Ich weiß, oder? Fischernetze? Ich weiß, das wollte ich gerade nicht sagen. Ich wollte sagen, eigentlich haben... Deutsche ja auch einen Duschschwamm oder benutzen diesen Schrubber da. Genau. Der Duschschwamm ist genau dasselbe, bloß dass das hier viel robuster ist und es am Anfang tut es wirklich weh. Es tut echt gut. Aber das ist gut, danach du duschst und du siehst nur so braun. Alles ist so weg. Passes away. Es ist im Prinzip dasselbe, bloß dass es aus einem anderen Material ist und es ist halt nicht so zusammengeknüllt, wie man das in Drogeriemärkten zum Beispiel findet, sondern es ist halt so. Ist länglich. So, okay, das benutzen wir zum Duschen. Ich würde euch nicht empfehlen, damit euer Gesicht zu waschen, aber wenn ihr wirklich, wirklich sauber sein wollt, dann, get a Sapo, because the Sapo will treat you right and will leave your skin tight. Mm. Yes. Okay. Und die zweite Sache ist, show them. Sieht man nicht gescheit. Doch. Echt? Sieht man das? Wie der Name schon sagt. Es ist für die Afrohaare gemacht. Wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, können wir nicht einfach den normalen Kamm benutzen. Das kann man bis zu einem gewissen Punkt benutzen, aber wenn du so ein Afro hast, dann kannst du diesen Kamm, dann kannst du damit nur die ersten... Ey, es wird abbrechen, glaub mir. Ja, es geht nicht. Das ist dafür da, seine Haare zu kämmen, seine Afrohaare. Dafür ist auch die Faust. Da ist eine Faust unten, steht für, Das hab ich erst vor kurzem gesehen, ne? Wirklich? Das ist bei jedem fast drauf. Ich dachte, es wäre ein Jaguar, der so macht. Also bei meinem Vater, der kam, es sah so aus. Es sah nicht aus wie eine Hand. Ich verwende meinen Afro-Kamm aber für meinen Bart. Okay, tut das nicht weh? Das tut nicht weh, weil mein Bart ist moisturized. Sorry. Deshalb, es fühlt sich nicht so an wie diese Kratzbürsten, mit denen man Geschirr macht. Leute, das hier. Das ist für lange Haare und wenn ihr kurze Haare habt, dann Punkt Nummer 3. Sei es Mädchen oder Junge, egal. Sei es Mädchen oder Junge, das hier. Die Bürste. So. Und damit kann man auch gut Edges machen, by the way. Edges, was heißt Edges auf Deutsch? Question. Babyhaare, die kurzen Haare hier. Also diese Härchen, die da sind. Hier, da. So runter. Das hier, damit macht man auch die Waves. Ich habe momentan keine Waves. Damit bürstet man sich die Haare. Man kann sich damit auch den Bart bürsten. Und auch? Also ich mache mal so. Also leicht. Du natürlich nicht, sondern so. So halt, so der leicht. Sound ist schon. Nein? Damit bürstet man halt seine Haare so nach vorne, seht ihr? Und dadurch hat man Waves. Also Waves ist eine Frisur. Also deine Haare sehen dann so wellig aus. Ich werde versuchen. Ja, wie eine Welle, deshalb heißt es Waves. Das ist für kurze Haare und das ist für lange Haare. Okay? Nun kommen wir zum vierten Gegenstand. Dreck. Ich habe das hier schon mal in einem Video getragen. Das ist nicht in jedem afrikanischen Haushalt, aber sehr viele Männer tragen das. Frauen tragen das mittlerweile auch. Es ist dafür da, dass wenn du deine Haare kurz geschnitten hast und wenn du deine Haare mit der Bürste gebrushed hast und du deine Waves hast, dass deine Waves nicht kaputt gehen, dass deine Frisur beibehalten bleibt. Das heißt, das trägt man eigentlich über Nacht. Kann man anlassen, wenn man jetzt zum Beispiel kurz einkaufen geht oder sonst was, aber wenn du dann wirklich rausgehst, dann nimmst du es halt eigentlich ab, also weil es
eigentlich nur dazu dient, deine Haare zu schützen. Aber mittlerweile ist ja Mode geworden. Mittlerweile ist es wirklich Mode geworden. Es gibt sehr viele Star. Rihanna trägt das. 50 Cent hat es damals mal getragen. Soll ich zeigen, wie man das macht? Ja, mach mal. Tutorial! Also, ich mag es, wenn dieser schwarze Strich nach draußen geht, der hier, weil sonst hast du so eine Linie auf deinen Waves. Du machst so. Beverly, das ist von Beverly, riecht so gut. Ne? Das riecht voll gut. So machst du. Dann hier, siehst du, dann überkreuzt du das, seht ihr das? Überkreuzen, einmal vorne herum, dann machst du hinten einen Knoten und voila, es ist fest. Seht ihr das? Normalerweise ist hinten noch so ein Teil, was dann so hängt. Wozu ist das eigentlich? Ich verstehe das nicht. Ja, voll, klar. Genau, aber so bindet man sich an Durag um. Nun kommen wir zu Punkt 5 und die Sachen findet man oft in Küchen bei uns zu Hause, genau. Genau. Ja, damit wurden einige oft geschlagen. Ich auch nicht. Also, ich auch nicht. Ich weiß nicht, oh doch, in Sunday School. Nee. Nein. Macht das nicht nach. Die Leute machen das auch nicht mehr. Die haben gelernt, dass es Körperverletzung ist. Das darf man nicht machen. Macht es auf gar keinen Fall nach. Aber ja, das hier, das nennt man bei uns Benkuta, weil man damit Benku macht. Willst du erklären, was Benku ist? Ein Gericht einfach. Ja, was für ein Gericht? Period. Es ist ein Gericht, Wie willst du das erklären? Das ist ein ähnelt Fufu? Also ja, von der Konsistenz her? Von der Konsistenz und vom Aussehen her. Es genau. Ist ein Fufu. Und man braucht halt sehr viel Kraft, das zu machen. Deshalb muss man halt so ein fetten Holzteil benutzen. Und man macht halt wirklich so, als würdest du so rudern. So ja, das ist echt anstrengend. So, genau so macht man das. Und das findet man halt bei uns in der Küche. Aber stell mal vor, du bist nicht schwarz und kommst in die Küche und siehst sowas. Würdest du dir nicht denken, was für krankes Essen machen die? Also, wie groß ist der Topf, mit dem die... Ja, weißt du, ja, was ich meine? Es gibt verschiedene Größen. Das findet man auf jeden Fall bei uns in der Küche. Und ja. Und der letzte Gegenstand ist... Das hier ist der letzte Gegenstand. Das ist eine Schüssel. Ich weiß gar nicht, aus was das hergemacht ist. Ich muss auf Ding, ne? Nein. Ich glaube, aus Teer? Ja, ich glaube, weiß schon. Also Teermischung mit irgendwas anderem auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr zerbrechlich. Ist kein Glas, aber darin isst man auf Fufu, also Fufu. Darin essen wir halt sehr viele afrikanische Gerichte. Und was ich halt immer so cool daran gefunden habe als Kind, also du musst dir vorstellen, Fufu ist ja so ein Kloß, sag ich mal, ist so in der Mitte und dann ist halt die Soße. Und du schneidest halt Fufu, tunkst es in die Soße und isst es. Und am Ende bleibt halt die Soße übrig und dann machst du einfach so. Ich hasse es. Und trinkst das. Das war so cool. Ich habe mich so gefühlt wie in Afrika, like, you know? Lebensgefährlich für dich. Bist du lebensgefährlich? Du trinkst alles mit den Knochen, alles Mögliche, was da drin Nein. ist. Nein. Guck mal, du musst richtig trinken. Du musst so trinken, dass deine Zähne da sind, dass deine Zähne alles abgetappt, was da drin ist. Ich hab's nie gemacht. Ich fand das immer so. Ich fand das voll cool. Aber wenn du da drin isst, also isst, schmeckt das, finde ich, besser als in. Das ist Kopfsache, wie du sagen würdest. Nee, ich finde, es schmeckt besser. Der Aroma kommt raus. Komm raus? Komm raus. Das heißt, das hier heißt Apotheoa. Genau. Sehr viele Afro-Deutsche, die hier geboren wurden, können das nicht aussprechen. Kannst du Apotheoa sagen? Apotheoa. 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 So Leute, das waren einige Gegenstände, die man in einem westafrikanischen Haushalt finden kann. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen nach oben da. Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, was für Sachen wir noch vorstellen sollen. Daumen nach oben, Kommentar. Hier ist ein Video von Plus. Schaut es euch auf jeden Fall an. Ein älteres Video von mir. Abonniert mich und wir sehen uns im nächsten Video. Bye. Bye.